Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geht jetzt um dieses Tor da. Ja, das muss da ja wieder eingebaut werden. Ja, die Hängen, die da rangehören, weiß ich jetzt nicht, wo die sind. Da habe ich jetzt einfach neue Hängen besorgt. Und so sehen die aus. Ich weiß nicht, die Hängen heißen die nicht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die heißen. Das Problem, die passen durch, bloß der Dorn, sag ich mal so, der könnte noch ein bisschen länger sein, aber sollte halten. Da auch wieder von diesem Sonderpfostenbaumarkt, gleich mit den Schrauben dazu geholt. So, muss ich gleich nur noch mal fragen, ob das so reicht von der Höhe. Und gleich noch eine Knarre holen, damit ich die ranschrauben kann. Ich habe jetzt hier einfach mal den kaputten Pfeil genommen, damit ich den hier mal raufsetzen kann. Und dann gucken wir mal dann gleich, ob das so passt oder auch nicht. Ja, bis dazu. Wenn ich das gleich anbaue, stelle ich euch hin und dann könnt ihr noch mal ein bisschen mitgucken. Die Sonne scheint. Und ja. Und dann muss ich nur noch mal gucken, ob ich den da aus der Wiese rausfahre oder nicht. Mal sehen, wie weit ich komme. Aber das werden wir dann feststellen. Also, seid gespannt, erstmal das Tor rein. Es hängt. Ja, hier habe ich eine reingemacht. Ziemlich eng. Hier unten ist mir eine abgerissen. Oder? Ne, da wird noch eine festgemacht. Da ist mir eine abgerissen, so rum. Die haben noch nicht gar nicht ganz fest. Die ist mir abgerissen, deshalb ist da noch eine und da ist eine. Da muss man sehr vorsichtig mit sein. Hier. Bisschen fester kann ich die nochmal ziehen hier. Und dass die ran, dran ist halt. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch ab ist. Lassen wir erstmal so. So. Wie gesagt, alles wird abgerissen. Zwei sind da jetzt noch drinne. Oh, ich glaube, eine habe ich glaube ich keine Scheibe ran gemacht. Doch. Das ist ja von der anderen. So, das hängt tatsächlich so ein bisschen schief. Vielleicht kommt wieder der andere Bock da unter. Dann haben wir hier das hier. Das ist so ein Schließer. Der wird dann hier so da dran gemacht, ne? Und dann bleibt er so.
Ja, ich will das jetzt so ein bisschen mittig machen, nicht ganz so, sondern halt so ein bisschen, ja, so am besten. Ne, damit das ein bisschen nach oben Spiel hat. Ja, und dann wird das so angebaut und dann kann man das halt so hoch machen. So, und dann, wenn man den zudrückt, dann fällt er automatisch, ja, da runter und dann ist er zu. Ja, da schaue ich euch auch nochmal hin und dann brauche ich das nochmal ran und dann ist das fertig. Ja, wie sitzt das jetzt hier so? Sollte eigentlich reichen, ist nicht viel. Und halt, ja, hier kann man halt ein Schloss durchmachen, wenn man will. Ja, wie macht man das jetzt auf? Eigentlich ganz einfach. Der wird zurückgezogen und dann kann man ihn so wegziehen. Ja, er hängt jetzt so ein bisschen, weil die hängen hier irgendwas mit F heißen die. Das weiß ich noch. Aber wir haben die Originalen wiedergefunden. Ja, ist jetzt nicht so optimal hier. Aber ja, ein bisschen anheben wieder. Zumindest ist er jetzt so nicht, wenn er eingerastet ist auf Spannung. Und ja, das ist soweit dazu. Ich kann euch die anderen nochmal zeigen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe es jetzt nur so gesagt. Ist ja meistens so, wenn man fertig ist, dann findet man das alles. Ja. Ach, Nase läuft. Ich weiß nicht, zieht überhaupt noch was? Ich glaube ja, ne? So, hier ist einer. Die sieht auch schon ganz anders aus wie die andere. Ja. Kann ich gleich mal zeigen. Hier wird überall noch gearbeitet, weil die Pferde sind heute auf Stall gekommen. Also die restlichen noch. So. Ja. Ich weiß gar nicht. 12% noch. Oh ja, ist noch voll hell hier. Ich glaube, ich habe auch eine andere Kameraeinstellung. Wie man so sehen kann, da drinne. Und der hat halt noch Spiel. Dann kann ich das so zeigen. Nee, kann ich jetzt nicht zeigen. Das ist auch fest. Aber ja. Ja, kann man sehen, dass der noch Spiel hat. Und der hier, der passt da fast ganz, also vollflächig rein. Und ist halt, wenn man das jetzt hier so ranhängt, so bündig, würde er sogar oben rausgucken. Aber ja, erstmal lassen wir das so. Ich habe in ein paar Wochen Urlaub. Dann bin ich mal, ups, ein bisschen gerade halten. Bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich die dann nochmal ergänze. Aber nicht mit diesen Schrauben hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube die heißen Holzschrauben oder so. Die nennen die immer Schlüsselschrauben. 10%, okay. Und so welche hier. Bei dem hier habe ich ein paar dickere genommen. Die bleiben auch drin. Ja, wie gesagt, ich wollte das eigentlich erst so ein bisschen hoch machen. Und da habe ich mir gedacht, ist ja doof. Dann hängt das ganze Gewicht da drauf und auf den Pfahl halt. Und so ist besser. Ja, wie gesagt, das hält auch so. Also das, ne, hier, wir haben da ja auch noch E-Zone dran, wo die halt sind. Und ja, wann sollen die aufdrücken? Eigentlich, ja, wie gesagt, da müssen sie schon einiges drücken. Und damit will ich sagen, war's das für dieses Mal.
Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.